Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apothekenweiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen JZ Garage und CBC Castella Baukonzept. So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus dem Frankenstadion in Heilbronn. Ja, die Aramäer aus Heilbronn empfangen heute den SKV Rotesheim, Tabellenzweiter in der Landesliga. Ja, hier was mitzunehmen wäre natürlich schon eine tolle Geschichte für die Heilbronner. Aber Rotesheim gleich am Anfang nach vorne 2,5 Minuten gespielt. Erste Situation, Elfmeter gefordert. War keiner, können wir auch nicht wirklich auflösen. Hätten wir machen können oder auch nicht. Dann aber Robert Grau kommt ein bisschen zu weit raus und verzieht dann übers Tor das Ganze nach 5,5 Minuten. Weiter geht's mit den Aramäern. 2 Minuten später Eckball Wesley. Und dann Maurice Steller mit dem Kopfball. Ja, sehr gute Möglichkeit hier in Führung zu gehen. Wir sind bereits in der 17. Minute. Standardsituation für die Rotesheimer. Aber Lazaridis kann klären. Dann Ballverlust im Mittelfeld. Kontermöglichkeit für die Gäste über Steffen Hertenstein raus zu Sideris. Der scheitert an Lazaridis, gibt dann aber rüber auf Hertenstein und der macht hier das 1:0 für den SKV Rotesheim in Heilbronn. No, das schauen wir uns gerade nochmal an. Scheitert zuerst an Lazaridis, legt dann aber nochmal rüber auf Hertenstein und der bringt Rotesheim hier in Führung. Ja, weiter geht's hier im Frankenstadion und weiter geht's mit Rotesheim. Schöner Ball in den Strafraum, dann zurückgelegt. Ja, gehen sie nicht richtig ran. Erste Möglichkeit und dann im Nachschuss war es Tobias Gebert, der hier am Tor vorbeizielt. Ja, aber der Tabellenzweite in der ersten Halbzeit auf jeden Fall dominant. Herrlicher Pass hier auf Hertenstein. Dann schien die Situation schon geklärt. Marcel Schreiber schön reingebracht und Kopfballtor durch Christopher Baake in der 30. Spielminute, der 31. Schönes Tor hier im Frankenstadion und die 0:2 Führung für den SKV Rotesheim gegen die Aramäer aus Heilbronn. Keine Chance für Lazaridis im Tor der Aramäer. Ja, gerade mal gute halbe Stunde gespielt. Schon steht 0:2. Wird ein schwerer Nachmittag für die Aramäer. Dann Ballverluste von B-Team Rugoba. Und schon wieder geht es schnell in Richtung Tor von Lazaridis. Aber dieses Mal verzielt Baake und der Ball am Tor vorbei. Ja, hätten wir hier vielleicht noch vor der Halbzeit sogar das 3:0 gehabt. So geht man aber mit 2:0 in die Kabinen. Und ja, da muss ich ein bisschen was tun bei den Aramäern. Los geht's in der 8. Minute der zweiten Halbzeit mit Rotesheim. Herrlich reingegeben, genauso schön geköpft. Und Lazaridis pariert glänzend. Aber auch abgepfiffen vom Schiedsrichter, weiß allerdings nicht warum. Dann B-Team Rugoba setzt sich hier schön durch an der Außenbahn. Herrlicher Trick, lässt er seine Mitspieler stehen. Und dann schöner Pass Robert Grau in die Mitte nochmal auf Jermaine Wesley. Und der macht den Anschlusstreffer zum 1:2. Herrliche Kombination von den Aramäern ausgehend von B-Team Rugoba über Robert Grau. Und dann Jermaine Wesley, der zum Schluss hier vollstreckt. Ja, geht noch was im Frankenstadion für unsere Aramäer? Das war jetzt die Frage. Zeit hat man noch genug. Und von daher gesehen, wer weiß, was noch kommt. Dann nächste Möglichkeit hier erstmal für Rotesheimer. Lazaridis passt auf, kommt raus. Da verspringt dem Rotesheimer der Ball ein bisschen. Und ja, Möglichkeit geklärt. Dann aber auf der anderen Seite, Abschlag Lazaridis, die gleiche Situation.
Ja, gut durchgesetzt hier von Lahut auf Stankala. Charlik. Jermaine Wesley. Nochmal Stankala raus auf Lahut. Nochmal Stankala. B-Team Rugova gibt weiter. Umut Charlik. Lang läuft der Ball in rein der Aramäer. Und dann Isaac Gückmann macht das Ding hier, den Ausgleich in der 67. Spielminute. Durch Isa Göckmann. Ja, da war der Ball lange im Besitz der Aramäer, bis er dann den Weg ins Tor fand. Und Isa Göckmann macht das und lässt Luis Turian im Tor der Rutisheimer keine Chance. Ja, der Ausgleich und ein bisschen Zeit hat man noch. Vielleicht kann man hier sogar noch mehr erreichen. Rutisheim jetzt angeschlagen, der zweiten Halbzeit. Robert Kraus schön durchgesetzt hier. Bringt den Ball in die Mitte, aber reicht nicht mehr ganz zu Betim Rugova. Der stand einschussbereit kurz vor dem Tor. Und nochmal die Aramäer. Beherzter Schuss von Moritz Steller aus, ja, locker 35 Metern, aber gar nicht so ungefährlich. Was war mit Rutisheim? Wollten die nicht hier vielleicht doch noch einen Dreier mitnehmen? Oh, verlieren hier den Ball an Jermaine Wesley. Jetzt Robert Grau zieht ab und... ja, wird dann weggedrückt von Christopher Barke, fordert einen Elfmeter. Ja, jetzt haben wir jeder eine Situation auf beiden Seiten. Zweimal nicht gepfiffen, geht glaube ich unterm Strich schon klar. Nochmal die Rutisheimer Schuss direkt auf Lazaridis. Und der mit einem schnellen Abwurf leitet den nächsten Konter ein. Nicht langsam hier und dann, ja, knapp, Robert Grau wäre mit dem Kopf noch dran gekommen, hätte und drüber kommen. Ja, hätte, wäre, was weiß ich was, wir sind auf jeden Fall in der Nachspielzeit. Halbe Minute drüber, nochmal Freistoß, schön reingegeben, aber abgewehrt und dann nimmt der Torwart ihn noch runter. Und das war's dann auch. In der 93. Minute pfeift der Schiedsrichter ab, während noch ein Aramäer da liegt. Ja, ein Punkt gegen Rutisheim kann man, glaube ich, mit leben. Nächste Woche geht es zum SV Schluchter und da wird es richtig heißen. Wir haben noch zwei Interviews für euch. Ja, ich denke, wir haben eine ganz gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei Tore gezielt. Wir haben noch klarste Chancen uns rausgespielt. Wenig zugelassen, gut gestanden. Eigentlich das Spiel komplett im Griff gehabt. Und da eben das Problem gehabt, dass wir da das dritte Tor nicht machen. Und nach der Halbzeit, gut, kriegen wir dann zu früh das 2-1 und dann war es schwierig. Dann muss man sagen, es ist das Spiel komplett aus der Kontrolle geraten. Von dem her ist dann, glaube ich, am Ende, auch wenn man die zwei Halbzeiten sieht, das 2-2 ein verdientes Ergebnis. Wie gesagt, für uns ein bisschen schade, weil wir es eigentlich in der eigenen Hand hatten. Aber okay. Ja, hallo erstmal aus dem Stadion. Jeder, der meine Interviews gesehen hat, der weiß, jetzt kommt höchstwahrscheinlich wieder was auf euch zu und die Klickzahlen werden nach oben steigen. Nee, jetzt erstmal zum Spielverlauf. Wir hatten heute zu Gast einen starken Gegner aus Rutisheim. Die haben sich auch in der ersten Halbzeit als stärkere Mannschaft, sag ich mal, gezeigt, hatten einen guten Spielverlauf, sind auch 1-0 in Führung gegangen. Wir haben halt geschlafen mal hinten. Es war ja gut mit meinem Fehler. Dann waren wir 5 oder bis 10 Minuten unkoordiniert, haben sie mit 2-0 nachgelegt, da haben halt probiert, das beim 2-0 zu belassen. Und ja, wir sind halt gut mit 2-0 in die Halbzeit für die. Und dann haben wir uns in der Halbzeit nochmal zusammengerauft, haben wieder mal Charakter gezeigt. Wir sind in der Rückrunde mit die stärkste Mannschaft. Und jetzt in einer Woche geht es gegen unseren Lieblingsverein SV Schluchtern. Liebe Grüße erstmal an Thorsten und Alex und wie ihr wisst, ist Fußball Entertainment und deswegen würde ich gern eine kleine Wette mit euch eingehen und auch allen Schluchternspielern. Liebe Grüße erstmal, aber ich setze 5 Kasten Bier und einen gemischten Kasten Cola Fanta und Cola Light für Grescho, dass wir in Schluchtern nicht nur einen Punkt holen. Liebe Grüße auch an Mondo. Wichtig ist auch die Klickzahlen. Er lebt von den Sponsoren, die höchstwahrscheinlich hier eingeblendet werden. Und ja, ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen supporten, weil das ist ein 2-3-Mann-Team. Die arbeiten Tag und Nacht. Die nehmen die Spiele am Wochenende auf und bringen sie noch Montag, Dienstag. Die schaffen fast die ganze Nacht Sonntag durch, dass wir die am Montag und Dienstag haben. Deswegen supportet die Jungs mal ein bisschen. Und
einen großen Respekt noch an Mondo. Er sagt zwar immer, ich glaube, Schluchtern ist irgendwie sein Lieblingsverein, oder weil er immer sagt, da wird am besten Fußball gespielt. Ab nächster Woche ja, Mondo, weil wir da spielen. Liebe Grüße, Heide.